So, und jetzt gibt es bei uns einen ganz besonderen Blick auf den Rummel hier. Damit wir alle nämlich Spaß haben können in den Fahrgeschäften, müssen die Schausteller immer auf Achse sein und vor allem täglich ranklotzen. Wie sich das anfühlt, das hat mein Kollege Christoph Karasch herausgefunden. Und so viel kann ich schon mal verraten, das war kein Zuckerschlecken. So, eine machen wir noch, eine drehen wir noch um euch hier. Der hier hat's drauf. Und der hier nicht so ganz. Was wäre so ein guter erster Satz? Das musst du selber entscheiden. Oh, du bist jetzt mal mit dabei sein, jetzt mal mit anschauen, denn jetzt geht es rund für unseren Reporter. Zwei Tage als Schausteller auf dem Jahrmarkt. Und zwar auf dem Frühlingsfest in München. Und dieses Fahrgeschäft wird Reporter Christoph Karasch jetzt ganz genau kennenlernen. Das Parcours gibt es nur einmal auf der Welt. Sein Besitzer Andreas Eigner ist einer von 5000 Schaustellern in Deutschland. Ja, da sitzt einer. Hey, ich bin wohl schon angemeldet. Du bist Andi. Ich bin Andi. Ey, das freut mich. Ja, der allererste Eindruck, als ich Andi sah, war, so sieht doch kein Schausteller aus, oder? Könnte auch Geschäftsmann sein. Aber okay, das ist er letztlich ja auch irgendwie. Willst du mal eine Probe machen, damit du mal die Materie besser kennenlernst hier? Muss das sein? Eigentlich ja. Das ist der erste Schritt, damit du mal das ganze Karussell kennenlernst, die Fliehkräfte und so, dass du eine Probeverband machst. Okay. Oh Gott. So bekommt Christoph schon mal mit, was er auch bald machen muss. Die Mikroansagen. Horizontal, diagonal, vertikal, scheißegal. Hey! Scheiße! Was Andi macht, nennt sich Rekommandieren. Wir drehen den Teller noch ein bisschen schneller. Das reicht doch jetzt! Ende! Ihr habt es geschafft. Hält jung auf alle Fälle. Und man verliert 25 Kalorien pro Fahrt. Du brauchst nicht joggen gehen, kannst du auch selber fahren. Das ist einfacher. Ne? Dein Job ist wahrscheinlich aber noch ein bisschen Zuschauer, oder? Das möchtest du ja morgen mal ausprobieren. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen früh. Du kommst um 9 Uhr hier vorbei und dann kannst du mal nach oben zu mir. An das Mikro? An das Mikrofon. Das ist das, worauf ich mich am allermeisten freue. Na, das wird ja bestimmt eine ganz spaßige Angelegenheit. Ich wundere mich gerade nur, er hat gesagt, wir sehen uns morgen um 9 Uhr. Warum um 9? Da hat der Jahrmarkt doch noch gar nicht auf, oder? Bis mir klar wurde, okay, zu diesem Job gehört eben doch deutlich mehr als einfach nur Knöpfchen drücken und ein paar Sprüche klopfen. Das wird schon am ersten Arbeitstag deutlich, der erstmal ganz ruhig beginnt. Ist alles noch zu, ne? Eine ganz ruhige Welt hier gerade, kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das abends mal sieht. Ihr seid ja schon fleißig, oder was? Morgen! Moin! Pünktlich, das lobe ich mir. Ja, das habe ich versprochen. Ja, wir fangen jetzt gleich an. Ich zeige dir das Bügelkontrollgerät und dann können wir die Sicherheitsbügel einmal überprüfen. Ach, du hast gleich was für mich zu tun? Natürlich. Ja, der Andi ist schon so ein Allrounder, das habe ich schnell gemerkt. Er hat seine Mitarbeiter, die die Wartung und die Reinigung für ihn machen, aber da ist er rund um die Uhr im Prinzip mit dabei. Wir haben hier in jeder Gondel zwei Öldruckzylinder, die den Bügel festhalten. Aha. Und zum Überprüfen, ob die auch einzeln funktionieren, musst du quasi hier am Bügel ziehen. Und wenn der Bügel zu bleibt, ist gut. Und zur Gegenkontrolle kannst du hier. Bügel arbeitet gut. Und das machst du auch täglich? Das müssen wir täglich machen. Sicherheitsschilder und oberste Schilder. Ja. Wenn dem Fahrgast was passiert ist, können wir nicht verantworten. Okay. Sieht nach einem ganz entspannten Job aus. Ist es aber nicht. Oh, das ist aber auch. Ja, du drückst jetzt gegen das Öl, ne? Das ist schon ein bisschen Widerstand. Das ist schwer. Vor allem, wenn man das bei allen 40 Plätzen machen muss. Und schnell. Das Arbeitstempo könntest du vielleicht noch ein bisschen erhöhen, weil wir haben immer morgens nicht so viel Zeit. Dann, alles klar. Dann wir öffnen mich schon um 1 Uhr und das kriegen wir sonst nicht hin. Es wurde schon relativ früh deutlich, dass er ja, erstens eine ehrliche Haut und zweitens auch ganz schön ein harter Hund sein kann. Ich wollte das nur ordentlich machen. Ja, ja, ordentlich ist okay, aber man kann auch schnell ordentlich arbeiten. Das ist ja ein Einstand hier, du. Auch das Schrauben nachziehen gehört zu Andis täglichen Jobs. Genauso wie das Überprüfen und Ersetzen der 40.000 LED-Lampen. Und das Saubermachen der Gondel. Was war so das Ekligste, was du da mal wegmachen musstest? Erbrochenes. Ja, ne? Und ein Glasauge haben wir auch schon mal gefunden. Das war auch nicht so schön anzufassen, aber haben wir es in so eine Tüte eingepackt und haben es dann weggebracht, auch ins Fundbüro. Wie bist du dazu gekommen, das hier zu machen?
vom Vater zum Sohn quasi, das geht immer weiter in der Familientradition. Und gerade hier am Mikrofon und lockere Sprüche und die Mädels und Musik und das war schon eine coole Nummer. Ist das ein guter Weg, um Mädels irgendwie anzusprechen? Ja, jetzt nicht mehr, jetzt bin ich ja verheiratet, jetzt flirtet man nur noch am Mikrofon, aber ist schon... Ist ja lustig, da bin ich mal gespannt drauf. Um 13 Uhr öffnet das Frühlingsfest dann seine Pforten. So, nun geht's wohl los. Jetzt geht's los. Okay. Für Christoph heißt das erstmal kassieren. Und dein Schiff? Ja. Heute, an einem schönen Wettertag, brennt die Hütte. Und dein Schiff? Da muss das mit dem Kopfrechnen sitzen. Stimmt das alles? 90, 93, korrekt? Aber nach einer halben Stunde steht schon die Ablöse parat. Ich dachte, ja gut, alles klar. Haben wir gut gemacht, Kasse stimmt und so. Und dann habe ich erfahren, warum ich abgelöst wurde. Das war ein bisschen zu langsam. Ja? Ach, ernsthaft? Ja, das Problem ist, da war eine Schlange vor der Kasse und ich stehe hier oben leer. Das ist ungünstig. Dann habe ich später tatsächlich eine interessante Rechnung gehört, dass ich in diesen 4 Minuten, ja, die Zeit von einer Fahrt zur nächsten, natürlich bestenfalls 40 Chips verkaufen muss, damit das Geschäft wieder voll ist. Das ist schon ganz schön affiges Tempo. So, wir machen heute das große München-Spezial. Wir fahren jetzt so lange, bis sie mir zeigt, was sie heute gegessen hat. Vielleicht klappt's ja am Pult besser. Sieht gut aus hier. Ja, wie allererste Fahrstunde. Und jetzt mal hier das Bedienen lernen. So, wir rufen nochmal und die Finger dann drauf lassen. Alles klar, also los, Fahrer verlassen, Startler. Ready. Los. Und dann setzt sich das langsam. Der Startknopf ist nur einer von 30 Knöpfen. Das ist das Hauptdrehen. Ja? Jetzt können wir hier noch die Geschwindigkeiten einstellen, dass wir losfahren lassen. Ja, das sind hier schon mehrere Funktionen, die du hast. Und dann soll ich auch noch was Vernünftiges von mir geben durch das Mikro. Ey, sorry. Andi rekommandiert, seitdem er 16 ist. Rede einfach. Irgendwas. Für den Hall-Effekt sorgt ein Fußpedal. Also zum Beispiel so ein. Das ist so sein Signature-Move, irgendwie wie so ein U-Boot-Sonar. Und zum Schluss nochmal die Huppe. Meinst du, du traust dir schon selber zu? Oder wolltest du erst mal 2, 3 Fahrten zugucken und dann... Du willst mich hier voll ins kalte Wasser schmeißen. Ist ja sein Geschäft, was ich ruiniere. Mal weg. Mikrofon ist an, bitteschön, ist deine Show. So. Ja. Und dann saß ich da, ne? Was wäre so ein guter erster Satz? Das musst du selber entscheiden. Oh, du bist... Ja, okay. Ja, kalte Wasser ist immer am besten. Ja, offensichtlich. Drück mal auf die Hupe. Das hatte sich Christoph einfacher vorgestellt. Irgendwas kam vielleicht noch raus, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, aber... Ich mach das gerade zum ersten Mal. Wir werden sehen, was passiert. Und wenn ich hier unten drauf drücke, dann heilt es. Ich mach dir den ganzen Laden leer. Ist egal, mach irgendwas. Ich weiß nicht was. Ich bin komplett blockiert. Du kannst ja zum Beispiel, wenn jetzt Leute vorbeilaufen, du kannst dich speziell ansprechen, wenn einer ein lustiges T-Shirt hat mit einem lustigen Spruch drauf oder so, kannst du dann darauf eingehen. Ey, ganz ehrlich, komplette Überforderung. Und dann sagt Andi, so, das war jetzt nur der Probelauf, so, und morgen Abend bist du zur Primetime dran, wenn hier richtig was los ist. Da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. Um den Kopf freizukriegen, schaut Christoph mal, wie die Schausteller vor Ort so leben. Abgefahrenes Teil, ey. Die Familie Kaiser hat eine 200 Jahre alte Tradition. Die Jahrmarkt-Urgesteine Siegfried Kaiser und seine Frau Silvia gewähren Christoph einen Einblick in ihren Wohnwagen. Meine Güte, ich bin total platt. Alter, die haben da ein ganz schönes Schiff stehen. Das ist eine 3-Zimmer-Wohnung auf Rädern. Das hier ist das Wohnzimmer. Dank ausfahrbarer Erker ein wahres Platzwunder. Es geht aber noch weiter, hier immer noch mehr. Ach, da ist eine Tür in der Wand. Das habe ich gar nicht gesehen. Hier ist ja das, was auch zum Leben gehört. Ne? Okay, na logisch. Das Badezimmer muss auch dabei sein. Und da geht's noch weiter. Ja, hier geht's dann noch weiter. Schlipp aus. Ach so, und hier ist dann... Das Herzstück sozusagen. Man kann das auch. Je nach Stimmung hier im Schlafzimmer. Genau. Wohlfühlen muss sein, denn Schausteller sind oft 8 Monate im Jahr unterwegs. Wie viel seht ihr von so einer Stadt, wenn ihr auf dem Jahrmarkt seid?
mehr oder weniger nicht viel. Außer Rewe, Real und wie sie alle heißen. Und dann wieder Wohnwagen, Wohnwagen, Geschäft. Dann geht's direkt weiter. Das ist schon wirklich ein ganz besonderer Lebensstil. Ne? Also ich könnte es mir, glaube ich, nicht vorstellen, so viel Zeit im Jahr auf der Straße unterwegs zu sein. Das ist schon heftig auch. Pause vorbei, denn Christoph schaut noch ein paar anderen Rekommandeuren über die Schulter. So, alles runter, Leute, lang genug rumgetrödelt, ne? Hier, PIA-Leute, da sind ab hier, Schätze, ne? Jetzt geht's zur Sache. Zur Runde. So ein bisschen Inspiration habe ich mir jetzt geholt. Das hilft vielleicht für morgen, denn da muss ich dann, glaube ich, wirklich abliefern. Denn an Arbeitstag Nummer 2 wird es auf dem Münchner Frühlingsfest ordentlich voll. Samstagabend, volles Haus. Und gleich soll Christoph Andis Parcours steuern, alleine. Da schlug mir das Herz dann doch schon bis zum Hals. Ein 3,7 Millionen Euro teures, tonnenschweres Fahrgeschäft. So. Ich würde sagen, du darfst jetzt mal im Dunkeln fahren. Ich hab's befürchtet. Scheiße, ich bin aufgeregt. Dann kriegst du hin. So. Wechseln wir mal. Danke. So, sind noch Plätze frei. Das weißt du noch hier mit der Steuerung, ne? Das kriege ich, glaube ich, noch hin. Hey, ihr, eure Frisur sitzt aber gleich nicht mehr. Das wisst ihr, ne? Ja. Okay. Ja, Kippschalter. Zur Sicherheit sitzt okay, Andi die ganze Zeit neben unserem Reporter. Okay. Es geht los. Aber der scheint seine Hausaufgaben gemacht zu haben. Ja, fühlt sich noch entspannt an, aber fühlt euch nicht zu sicher. Attacke! Keine Gnade am Samstagabend. Ich muss schon zugeben, so 2, 3 Sprüche habe ich mir vermutlich dann doch vorher schon zurechtgelegt, auf die ich dann so sicherheitshalber immer mal zurückgreifen konnte. Wollt ihr noch eine Runde? Ich habe nichts gehört. Wollt ihr noch eine Runde? Finale, los geht's! Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue und ob ich gut bin, aber es macht schon Laune, ey. Fertig machen zur Landung. Ihr habt's geschafft. War schön gewesen. Das fanden die Fahrgäste auch. Also er hat sein Bestes gegeben auf jeden Fall. Vor allem, man hat halt ein bisschen Angst. Und der nimmt einen die Angst, weil er einen zum Lachen bringt. Also ich find's echt super. Vor allem das mit der Frisur. Super lustig. Und ein bisschen konnte Christoph auch seinen Chef beeindrucken. Aber nur ein bisschen. Vielleicht kannst du am Oktoberfest zum Ablösern kommen, wenn ich mal Pause brauche. Bis jetzt würdest du Nein sagen, oder? Bis jetzt hätte ich den Job nicht. Nee, nicht wirklich. Der Achter da, der geht doch nicht genug auf die Leute ein bisschen. Das fehlt mir noch ein bisschen. Das stimmt. Das stimmt. Da kann ich mich überhaupt nicht drauf konzentrieren. Die Fahrt um 23:30 nachts ist wieder Chefsache. Los! Letzte Runde des Tages. Ohne Musik, nach knapp 15 Stunden Arbeit. So, das war die letzte Fahrt für heute. Gute Nacht und auf Wiedersehen. Bis morgen. Guck mal, den hast du sicher, der kommt morgen wieder. Das ist auch schön. Für unseren Reporter war der Blick in den Schaustelleralltag ein Augenöffner. Ein Jahrmarkt ist ein Ort, an dem es um Spaß geht. Da gibt es die Buden, da gibt es die Fahrgeschäfte und alle sind immer happy drauf. Aber man macht sich ja keine Gedanken, was für Arbeit dahinter steht. Ja? Also wie viel da tatsächlich dranhängt, damit dieser Vergnügungsbetrieb auf höchstem Niveau laufen kann. Das ist schon enorm. Andi, hey, vielen Dank. Das hat viel Spaß gemacht. Ja, danke. Alles Gute. 3, 2, 1. Schluss. Feierabend.